gehobelter Spargelfenchelslaw mit Petersilienmayonnaise ergibt etwa 500 g klassischen Kohleslaw, bereitet man aus Weißkohl, Möhren und Mayonnaise zu. Ich nehme stattdessen Spargel und Fenchel, die mit einer veganen Petersilienmayonnaise und Zitrone gemischt werden. Zutaten: 250 Gramm grüner Spargel, 1 kleine Fenchelknolle, 1/2 bunt krause Petersilie-Zesten und 1/2 Esslöffel Saft von 1 Bio-Zitrone, Petersilienmayonnaise, 1/2 bunt krause Petersilie, 100 Gramm vegane Mayonnaise, Klammer auf, siehe Seite 121 oder ein veganes Fertigprodukt, Klammer zu, Himalaya-Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer-Topping, Zitronenzesten zum Bestreuen, krause Petersilie, zum Garnieren. Zubereitung: erstens die Enden des Spargels abschneiden, die Spitzen ebenfalls abschneiden und beiseite legen. Den Spargel dünn schälen, in einem Topf Wasser aufkochen, den Topf von der Kochplatte nehmen und den Spargel ins Wasser geben. Den Deckel auflegen und 3 Minuten ziehen lassen. Zweitens den Spargel mit einer Schaumkelle herausnehmen und mit kaltem Wasser abschrecken, nach Belieben halbieren. Drittens den Fenchel putzen und mit der Mandoline fein hobeln oder mit einem scharfen Messer in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen, trocken sküteln und fein hacken. Spargel, Fenchel und Petersilie in einer Schüssel mischen. Viertens für die Mayonnaise die Petersilie waschen und trocken schütteln. Mit der Mayonnaise verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fünftens Mayonnaise, Zitronensaft und Zesten unter das Gemüse heben und gut mischen. Die Spargelspießen auflegen. Vor dem Servieren am besten 15 Minuten kühl stellen. Mit Zitronenzesten und Petersilie garnieren.